Jetzt zeige ich Ihnen, wie man das naturbelassene Siwaschmeerbadesalz vor dem Baden auflöst. Weil das ein naturbelassenes Meersalz ist, kann es auch die natürlichen Unreinheiten beinhalten, zum Beispiel Sandkörnchen. Und damit diese Sandkörnchen die Oberfläche der Badewanne nicht zerkratzen, tut man das Salz zuerst in einen Stoffbeutel rein oder wie hier in einen Waschlappen und platziert das Salz dann unter dem Wasserhahn. Hier bei dem Waschlappen zum Beispiel ist es aber möglich, Lappen aufzuhängen zusammen mit Salz. Jetzt drehen wir das Wasser auf und jetzt fließt das Wasser durch das Salz und löst es sehr schnell auf. Innerhalb von wenigen Minuten ist die ganze Menge des Salzes komplett aufgelöst und alle Unreinheiten bleiben in dem Beutel bzw. hier in dem Waschlappen drin. Je heißer man das Wasser macht, desto schneller geht es auf. Es sind kaum 2 Minuten vorbei und schon hat man nur so viel Salz in dem Beutel drin. So, jetzt sind ungefähr 3 Minuten vergangen und man hat nur ein paar Kristalle übrig. Und dieser Vorgang ist viel, viel schneller, als wenn man das Salz einfach ins Wasser schmeißt und wartet, bis die Kristalle sich auflösen. So, jetzt ist das ganze Salz aufgelöst. Es sind circa 4 Minuten vergangen. Ich habe mit einer Hand hantiert, deswegen konnte ich den Beutel nicht so gut halten. Aber wenn man mit 2 Händen das macht und den Wasserfluss noch stärker macht, dann geht es noch schneller.